Guten Tag, liebe User bei MAN-News.de, dem Online-Nachrichtenportal aus der Metropolregion Rhein-Neckar. Das war ein kleiner Vorgeschmack von Autosymphonik, dem Kulturhighlight des Jahres in Mannheim und weit über die Grenzen hinaus. Mannheims Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz sowie Michael Moschee, Geschäftsführer der MCON, informierten heute bei einer Pressekonferenz über den Stand der Vorbereitungen der Autosymphonik. Das Mega-Event 2011 in Mannheim verspricht ein kulturelles Feuerwerk der Superlative in vielerlei Hinsicht. Der Friedrichsplatz wird Amphitheater für 20.000 Gäste und wird bespielt von 250 Musikern aus den Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, dem SWR Vokalensemble sowie den Söhnen Mannheims und nicht zuletzt dem Autoorchester bestehend aus 80 Automobilen, bei denen 100 jugendliche Perkussionisten den Ton angeben. Alle Infos zu diesem Mega-Kulturspektakel finden Sie natürlich im Netz. Und hier noch Stimmen von OB Dr. Peter Kurz und Michael Moschee, dem Geschäftsführer der MCON. Wir wollten ein Event konzipieren, eine Veranstaltung konzipieren, die wirklich außergewöhnlich ist, die einmalig ist, die dem Jubiläum 125 Jahre Erfindung des Automobils gerecht wird und die damit auch eine Aufmerksamkeit erzielt, die deutlich über die Stadt hinausgeht und damit auch die Aufmerksamkeit auf die Erfindung des Automobils in Mannheim eben richtet und die Botschaft klar macht, das Automobil ist Mannheimer. Und da wollten wir etwas Besonderes haben. Ich glaube, das ist gelungen, eine wirklich ambitionierte, besondere Veranstaltung zu entwickeln, die eine neue Komposition mit 80 Automobilen als Musikinstrumenten entwickelt, die die Prominenz der Söhne Mannheims mit einbindet, die ein visuelles Erlebnis ganz besonderer Art bieten wird unter der Leitung von Horst Hamann und damit zusätzlich mit der Einbindung von Jugendlichen, die als Perkussionisten ausgebildet worden sind, auch noch eine soziale Komponente mit einbezieht. Also insgesamt, glaube ich, damit ein Gesamtkunstwerk im wahrsten Sinne des Wortes, das außergewöhnlich ist und das auf jeden Fall einen Besuch lohnt. Es wird ein einmaliges Ereignis wirklich sein und wir gehen davon aus, dass es auch die Ausstrahlungskraft hat, tatsächlich die Aufmerksamkeit auf Mannheim zu rücken und auf die Erfindung des Automobils in Mannheim. Dankeschön, Herr Dr. Kurz. Die Vorbereitungen laufen. Natürlich geht es jetzt in die Details. Viele Dinge sind abzusprechen, ob das das Catering ist, die Sicherheitspersonal, die Absperrungen, aber auch natürlich im künstlerischen Bereich. Die Komposition ist seit letzten Sonntag fertig. Jetzt müssen noch die entsprechenden Notenauszüge geschrieben werden und ab 15.07. geht es mit den Aufnahmen und mit den Proben los. Das Gleiche betrifft zum Beispiel, und das war heute mit ein Grund dieser Pressekonferenz, die gesamten notwendigen Verkehrsumleitungen. Wir müssen immerhin den Platz und damit die Augusta, einen Teil der Augusta-Anlage 4 Tage lang komplett sperren, denn wir haben einen sehr hohen technischen Aufbau zu vollziehen in 5 Tagen. Das muss generalstabsmäßig klappen. Es sind über 15 Firmen beteiligt, die müssen alle koordiniert werden. Also es ist noch genügend Arbeit. Vielleicht nochmal zum künstlerischen Bereich. Es ist ja eine Riesensache. Autos, die Musik machen, mit den Söhnen Mannheim zusammen, mit Schülern dabei. Also es ist ja wirklich eine ganz tolle Geschichte, die Verbindung zwischen Technik, zwischen Kultur, zwischen Erfindung. Was erwartet die Zuschauer im künstlerischen Bereich? Das ist nicht ganz einfach zu erklären. Es ist eine Sinfonie, eine 6-teilige Sinfonie mit verschiedensten Themen. Es sind über 250 Musiker, die am Werke sind. Sehr viel Percussion, natürlich die Autos als Soundinstrumente, aber auch die klassische Sinfonie. Dazu kommen die Söhne Mannheims, die die Brücken machen, wie wir so schön sagen, zwischen den einzelnen Sätzen. Die werden gerade noch komponiert, zusammen mit Michael Herberger und Mario Elia. Und es wird auch ein visuelles Spektakel.
Das heißt, wir haben eine der größten Bühnen, die in diesem Jahr in Deutschland überhaupt aufgebaut wird. Eine Bühne 20 Meter hoch, 40 Meter breit. Es wird auf die Häuser projiziert, es wird auf den kompletten Wasserturm projiziert, es wird mit Laser gearbeitet. Also das ist ein Gesamtspektakel, was man sich eigentlich nicht entgehen lassen sollte. Davor noch eine Stunde Vorprogramm die Söhne Mannheims mit ihren großen Hits. Also ich glaube, es wird durchaus sich lohnen, da entsprechend dabei zu sein. Herr Moschee, vielen Dank und weiterhin viel Erfolg bei der Organisation. Dankeschön.